Hallo meine Lieben, ich stelle euch heute mal wieder ein leckeres Frühstücksgericht vor und zwar ist es eins meiner Lieblinge. Es handelt sich dabei um ein türkisches Frühstücksrezept, was man allerdings auch zum Mittag servieren kann, meiner Meinung nach. Und zwar Eier in Spinatsoße, also wirklich super lecker und auch gesund und auch ganz einfach herzustellen. Hier kommen wir auch schon zu den Zutaten. Natürlich brauchen wir hier frischen Blattspinat, ihr könnt aber auch Babyspinat nehmen, das ist egal. Dann eine klein gehackte Zwiebel und eine klein gehackte Knoblauchzehe. Olivenöl zum Anbraten, dann drei Eier, je nachdem wie viel Person ihr seid. Zum Würzen benutze ich Salz, Pfeffer und Paprikapulver und ich gebe dann noch ein wenig Wasser mit hinein. Als erstes wird der Spinat gründlich gewaschen und dann am besten mit einem scharfen Messer in ganz, ganz feine Stücke geschnitten. Wenn ihr ihn aber etwas gröber mögt, könnt ihr natürlich auch grob belassen. Danach gebe ich das Olivenöl in eine Pfanne und lasse es heiß werden und gebe danach die klein gehackte Zwiebel sowie auch die Knoblauchzehe mit hinein. Die lasse ich dann ein wenig glasig andünsten und dann kommen auch schon die Gewürze mit hinein. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich die super gerne mit anbrate, also dann mindestens so 2-3 Minuten die Gewürze schön mit anbraten, damit sich die Aromastoffe besser entfalten können. Danach kommt auch schon der klein gehackte Spinat mit hinein. Die Menge wird sich gleich um das Dreifache verringern. Und hier seht ihr auch schon wieder, wie sich der Spinat verkleinert hat. Und sobald er eine dunkelgrüne Farbe bekommen hat, ist es auch an der Zeit, die Eier mit hineinzugeben. Dazu habe ich mir mit dem Löffel hier so 3 Mulden gemacht und da schlage ich dann einfach nur die Eier hinein. Nun lasse ich das Ganze bei niedriger Hitze langsam vor sich hinbraten und gebe am liebsten noch den Deckel mit hinauf, weil wir unsere Eier schon recht gar mögen. Also wir mögen sie echt nicht so, wenn sie noch so flüssig sind. Das könnt ihr aber einfach so machen, wie ihr mögt. Das heißt also, ihr lasst es einfach so lange auf dem Herd, bis sie eure Wunschkonsistenz erreicht haben. Dann ist das Ganze auch schon fertig und wir essen dazu am liebsten ein frisches Fladenbrot. Und natürlich darf eine Tasse türkischer Schwarztee zu diesem Essen auf gar keinen Fall fehlen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn ihr weitere Frühstücksrezepte sehen wollt, so schaut doch einfach mal in meine Frühstücksplaylist. Dazu habe ich auch Eier in Tomatensoße zubereitet, also eine weitere Alternative. Das Video verlinke ich euch hier oben im Video. Ansonsten war es das auch schon mit dem schnellen und leckeren Frühstücksrezept und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!